für die Erziehung eurer Kinder. Hallo Kinder! Hi alle Heidhusen und die anderen Level-Dicker jetzt in Handy. Leute, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wurde man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18, schminkt wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weiberklo, Flatrace auf dem 56, die Kieler Shots einfach so. Sag, wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey, Mama macht die Augen auf. Aha, komm, zeig mir meine Pausen aus. Ich will so gerne erwachsen werden und mich schon mit 18 sterben. Hey, Papa macht die Augen auf. Und bin ich nicht aus dem Haus. Du bist trotz aller Schwierigkeiten. Was? Du mein Unbeliebt sein. Der kleine Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringen. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Heim auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass es nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen. Denn er raucht mit 6 Kisten Mittag und war mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha, komm! Zeig mir meine Phasen aus. Ich will so gerne erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey! Papa macht die Augen auf. Doch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten was zu meinem Leben sein. Ein Kind zu erziehen ist nicht einfach. Ich weiß das, so hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst ein Auge auf dein Weib haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du Geld machen. Du musst Probleme erkennen, sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören in guten und in miesen Zeiten. Du musst da sein, du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Erfurt vertragen? Wie viel? Hört zu, wenn eure Kinder euch etwas sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha, komm! Zeig mir meine Phasen aus. Ich will so gerne erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey! Papa macht die Augen auf. Doch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten. Was? Und nochmal, komm! Mama macht die Augen auf. Zeig mir meine Flausen aus. Ich will so gern erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey! Papa macht die Augen auf. Noch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten. Was? Geil, Alter.